ich freue mich total, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe heute ein ganz tolles Video für euch. Zumindest ist es ganz, ganz toll für mich. Ich freue mich da schon sehr drauf und bin schon wahnsinnig aufgeregt. Ihr habt es bestimmt schon im Titel gesehen. Ja, ich habe ein Weihnachtspäckchen von der lieben Manu bekommen. Ich zeige euch das mal gerade. Das ist hier so eine weiße Glossy-Box und es ist ziemlich schwer. Ich bin schon ganz aufgeregt. Und ja, wir wohnen ja sehr weit voneinander entfernt. Sie wohnt in Regensburg, ich in Köln und kennen uns jetzt schon, ja, so anderthalb Jahre sind wir befreundet. Und ja, zu Geburtstagen und zu Weihnachten und so weiter schicken wir uns immer eine Kleinigkeit, eine kleine Aufmerksamkeit und das ist einfach immer ganz toll. Ich freue mich da einfach wahnsinnig drüber und sie schreibt auch immer ganz süße Karten oder Briefe und ja, deswegen bin ich sehr, sehr aufgeregt. Das ist jetzt mein Weihnachtspäckchen und wir haben vorab schon so ein bisschen miteinander geredet, worüber wir uns freuen würden, weil wir ja beide ziemlich viel dekorative Kosmetik haben und auch viel Pflege und überhaupt und dass man dann nicht einfach irgendetwas kauft, obwohl Manu und ich das beide nicht machen. Wir sind beides Menschen, die sehr, sehr viel darüber nachdenken, womit man einer Person eine Freude machen kann und immer etwas schenken, was von Herzen kommt. Aber es gibt ja doch so ein paar Sachen, die dann so auf der Wunschliste stehen und über die man sich besonders freuen würde. Und das haben wir schon so vorab so ein bisschen miteinander besprochen. Aber trotzdem, ich habe absolut keine Ahnung, was jetzt letzten Endes in diesem Paket ist. Und für die Dinge, die ich ihr gesagt habe, ist das Paket auch eigentlich viel zu schwer. Also ich habe keine Ahnung, was sie da reingepackt hat. Ich habe schon gedacht, zu ihr gesagt, hast du mir Steine geschickt oder was? Ja, ich hoffe übrigens, das Licht ist okay. Ich nutze gerade hier die letzten natürlichen Sonnenstrahlen. Ich hoffe, man kann mich ganz gut erkennen. Und ja, ich freue mich, euch mit dabei zu haben und würde sagen, jetzt packen wir mal aus und lüften das Paketchen. Oh, sie hat es sogar auch noch ganz schick hier eingeschlagen in Papier. Sieht aus wie so eine richtige originale Glossy Box. Die Mühe habe ich mir übrigens nicht gemacht. Ich habe zwar alles eingepackt, aber ich muss schon grinsen, weil ich was gesehen habe. Aber ich habe es nicht nochmal eingewickelt. So, jetzt kommen wir hier. Um Gottes Willen. Das ist nicht die Wahrheit. Ich sage euch gleich, worum es geht. Ich muss echt grinsen. Also, ich habe hier zwei Umschläge. Und zwar einmal einen roten. Da steht drauf, für Desiree, darfst du vorlesen, wenn du möchtest. Und einen weißen. Für Desiree von ihrer Tochter. Wenn du ein Video drehst, darfst du es auch gerne vorlesen. Okay, süß, cool. Ich freue mich total. Hat mir Leonora auch einen Brief geschrieben. Ja, da freue ich mich total drüber. Vielen Dank schon mal, Leonora. Ja, ich packe jetzt erstmal, ich glaube, es ist die Karte von Manuela aus. Hier steht drauf, frohe Festtage und alles Gute für das neue Jahr. Und es ist eine total süße Karte. Guckt mal, da sind so kleine Vögelchen drauf mit Geschenken und Glitzersternchen. Ach, ich kann mich an sowas immer total erfreuen. So schöne Karten. Ich sammle übrigens auch Postkarten mit lustigen Sprüchen drauf. Ich weiß nicht, ob ich das jemals schon mal erzählt habe, aber auch Karten sind etwas, da kann ich mich sehr drüber freuen, so die, ich mag sehr gerne schöne ästhetische Dinge. Egal, ich schweife ab. So, jetzt geht's um die Karte von Manu und ich merke schon, wie ich etwas labil werde. Wir reißen uns jetzt aber zusammen. Also, hallo Mäuschen, ich wünsche dir ein tolles Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Das wünsche ich dir auch, meine Maus. Es ist sehr, sehr schade, dass ich nicht bei dir sein kann. Gut, Weihnachten ist man sowieso meistens eher mit seiner Familie zusammen, aber so Silvester zusammen die Korken knallen lassen, das würde ich doch schon mal ganz gerne mit dir.
Ich weiß noch, wie ich letztes Jahr dein Päckchen gepackt habe. So schnell ist wieder ein Jahr um. Ja, ich weiß zumindest noch, was ich letztes Jahr von dir bekommen habe. Also ich kann mich an dein Päckchen noch sehr, sehr gut erinnern. Ich bin aber gerade etwas überfragt, was in meinem Päckchen an dich letztes Jahr war. Ich werde alt. Ganz schlimm. ich hoffe, dir gefallen die Sachen und es ist alles heil geblieben. Oh, das hoffe ich auch. Das ist ja immer so eine Sache, ne, über den Postweg. Manchmal geht die Post ja da echt nicht gut mit um. Für Basti habe ich auch etwas hineingelegt. Das ist mein Freund und das ist ja so süß. Vielen, vielen Dank. Da wird er sich sicherlich sehr, sehr freuen. Da bin ich mir ganz sicher. Sehr gerne hätte ich dir die Sachen persönlich gegeben und mit dir zusammen. Was? Und mich zusammen mit dir gefreut. Ja, habe ich ja gerade schon gesagt, das geht mir ähnlich. Aber ich kann ja schon mal vorab verraten. Naja, was heißt verraten? Also, es ist zumindest so, dass in Planung ist, dass Manu mich diese, nein, nicht dieses Jahr, dass Manu mich nächstes Jahr besuchen kommt. Hier in Köln. Ich war ja letztes Jahr bei ihr in Regensburg für eine Woche. Und wir sind da gerade schon am Drehen und Deichseln, dass sie mich dieses Jahr, also kommendes Jahr, mein Gott, in Köln besuchen kann. Darauf freue ich mich schon sehr und ich hoffe, das klappt. Aber wie sagt man so schön, auch wenn man weit voneinander entfernt wohnt, so sind doch die Herzen und Gedanken zusammen. Ja, da hast du recht, das ist absolut so. Ich hoffe, wir sehen uns 2016 wieder und dass es mit dem Treffen klappt. Ja, lustig, habe ich ja gerade erzählt. Ich hab dich ganz doll lieb und du bist aus meinem Leben nicht mehr wegzudenken, deine Manuela. Oh, Dankeschön. Du auch nicht, meine Maus. Also, auch wenn wir uns quasi erst einmal eine Woche lang gesehen haben und jetzt quasi anderthalb Jahre eine Fernfreundschaft führen, ich glaube, der Kontakt ist mittlerweile so intensiv geworden und wir erzählen uns eigentlich alles, dass ich schon sagen würde, dass sie meine beste Freundin geworden ist und ich schätze sie sehr. Ja. Oh, das war so süß. Vielen Dank. Jetzt kommt die andere Karte dran von der lieben Leonora. Das ist wie gesagt ihre Tochter und ja, habe sie natürlich kennengelernt, als ich da war und es ist eine ganz, ganz süße Maus, eine super hübsche. Und ich weiß, dass sie und manchmal auch ihr Sohn zusammen meine Videos schauen. Das finde ich immer irgendwie ein bisschen ulkig. Und als ich da war, war das auch etwas merkwürdig, weil sie meinte, oh Gott, jetzt stehst du hier vor mir und sonst habe ich dich immer nur im Fernsehen gesehen. Das ist irgendwie echt merkwürdig. Und ja, ich freue mich jedenfalls sehr, dass ich auch von ihr eine kleine Karte bekommen habe. Hier steht drauf, frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Ein frohes Fest. Und da ist ein total ein total süßes, flauschiges Schäfchen drauf. Könnt ihr das sehen mit einer Weihnachtsmütze? Das glitzert auch wieder so ein bisschen. Auch total hübsch. Vielen, vielen Dank. So, dann gucken wir mal, was die liebe Leonora mir geschrieben hat. Hallo liebe Daisy, ich wünsche dir frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Das wünsche ich dir auch. Ich hoffe, du hast mit deiner Familie ein ganz, ganz tolles Fest. Und ich weiß gar nicht, wie ihr Silvester feiert, aber es wird bestimmt auch toll. Nun ja, ich habe ein bisschen auf Insta rumgestöbert und gesehen, dass du das Hubba Bubba und Tartufo nirgends findest. Da hast du allerdings recht. Das Tartufo gibt es bei mir im Laden und muss es Mami oft mitbringen. Okay, habe ich dich damit angesteckt, Manu? Ich hoffe, es schmeckt genauso gut wie vom Teewicht. Hab dich lieb, Leonora. Oh, das ist ja zuckersüß. Oh mein Gott. Und das ist genau das, was ich auch schon gesehen habe. Ich habe ganz viele Huba-Bubas gesehen. Und Tartufo. Der Hammer. Ich bin absolut geplättet. Wahnsinn. So, dann packe ich das doch mal hier als erstes aus. Um Gottes Willen, ich sehe hier schon andere Sachen. Erstmal packen wir mal hier das Huba-Buba aus. Oh Gott, ich sehe Disney-Prinzessinnen und überhaupt. Ich glaube, ich zeige euch einfach mal kurz das Paket. Also ich habe hier zumindest schon mal 5 Stangen Huba-Buba gerettet. Und so sieht es hier aus, prall gefüllt mit ganz vielen tollen, bunten Sachen. Und Tartufo! Oh Gott! Das ist es. Ist das das Tartufo?
vom Teewicht. Ich werde jetzt einfach mal eins probieren. Der Teewicht hat ja nur diese hellen Tartufos. Deswegen werde ich mir jetzt mal ein helles nehmen. Sorry, das raschelt jetzt so ein bisschen. Und mal probieren, ob das das gleiche ist wie vom Teewicht. So sieht's aus. Lecker. Ich bin im Himmel. Nein, es ist nicht das gleiche. Es ist eine andere Sorte. Und die Konsistenz ist gleich. Das scheint hier aber eher so eine, so eine Haselnuss-Variante zu sein. Und der Teewicht hat mir immer so eine Stracciatella-Variante, also mit so Schokostückchen reingepackt. Kann sein, dass es das Dunkel ist. Aber, ihr müsst mir jetzt zuhören, wie ich das genieße. Lecker. Traumhaft. Also wenn ihr da dran kommt, an dieses Tartufo, ich zeige euch nochmal ein weißes und ein schwarzes. Ist, glaube ich, total egal, welche Sorte. Ich glaube, die sind ziemlich teuer. Deswegen vielen, vielen Dank. Ihr seid absolut verrückt. Aber ich muss dazu sagen, der Preis lohnt sich. Also das ist ein Gedicht. Müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Und hier, wie gesagt, habe ich Huba Bubas bekommen. Ich habe ja vor einiger Zeit mal gepostet, dass ich ja, mir so eine Stange Huba Buba gekauft habe und da so ein bisschen ja, in Kindheitserinnerungen, Schulzeiterinnerungen geschwelgt habe. Und ja, da hast du an mich gedacht und mir noch ein paar Stangen, sag ich jetzt mal, geschickt. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, Erdbeer kenne ich gar nicht. Diese hier kenne ich, das hatte ich ja. Und dann hat sie mir noch Erdbeer reingepackt. Muss ich mal gucken, muss ich mal probieren. Jetzt kommt mir das hier entgegen. Das ist ein total schönes metallisches Papier. Da möchte man das ja gar nicht richtig kaputt machen, ne? Aber ich bin so aufgeregt und ungeduldig. Ich reiß das jetzt auf, ja. Bitte sei nicht böse. Ja, ich glaube, es ist ein Nagellack. Ich habe ihr nämlich gesagt, dass ich mir schon längere Zeit einen Nagellack wünsche, den ich bei einer Arbeitskollegin gesehen habe und ihn ausprobieren durfte bei ihr. Und der hat super lange gehalten. Der hat mir von der Farbe her total gut gefallen. Und ja, es ist der Nagellack. Das ist total cool. Das ist nämlich der Go Ginza. Könnt ihr das sehen? Ich hoffe es. Das ist der Go Ginza von Essie. Und das ist so ein ganz helles Rosa mit so ein bisschen Lavendeleinschlag. Wunderschöne Farbe. Oh, danke schön. Ja, der stand unter anderem eben auf meiner Wunschliste. Und jetzt habe ich ihn. Ich freue mich so. Und jetzt kommt mir hier, mir kommt Schmuck entgegen. Oh, ich bin fertig mit der Welt. Reden wir nicht drüber. Erstmal hat sie mir hier einen Ring eingepackt. Das wusste ich schon, dass ich den bekomme. Dieser hier. Der ist von der Schmuckebox. Und ihr hat er irgendwie gar nicht gefallen. Ich fand den total schön, weil als ich ihn gesehen habe, hat er mich direkt an so Meer erinnert. Könnt ihr das sehen? So Meeresgrund, weil es ist so ein gecracktes Glas oder sowas, das so auch noch glitzert. Total hübsch. Ich finde den Ring ganz toll. Ihr Geschmack war es nicht, aber mir gefällt dieser Ring total gut. Oh. Und ich habe das Armband bekommen. Das stand auch auf meiner Wunschliste. Jetzt sind wir im Partnerlook. Ich glaube, das hat sie nämlich auch. Dieses Armband hier, das hat so geschliffene, irisierende Perlchen. Auch ganz, ganz toll. Ich werde es mal anprobieren. Ich hoffe, es passt. Das ist ja immer so ein bisschen schwierig. Hilfe. Ja, und vor allen Dingen alleine, ne? Alleine ist sowas immer auch ganz toll, weil so ein Armband
macht sich ja gar nicht selbstständig von alleine. Neun. Ich krieg's nicht hin. Ich bin zu blöd dazu. Kriege ich das so drüber? Ich hoffe, ich mach's da nicht kaputt. Nee, ich lass das sein. Aber von der Länge her, ich habe ein gutes Gefühl, das könnte ganz gut passen. Das ist, wie gesagt, auch von der Schmuckebox. Das habe ich bei ihr gesehen. Das hatte sie in ihrer letzten Box drin. Und es hat mir total gut gefallen und stand dann eben auch relativ flott auf meiner Wunschliste. Ja, und deswegen habe ich diese beiden Schätzchen bekommen. Ach, ich muss das Tattoo noch mal essen. Mmh, lecker. Ihr wisst gar nicht, was ihr verpasst, wirklich. So, jetzt kommt mir hier was von Disney entgegen. Entschuldigung, dass ich den Mund voll habe. Das nervt mich eigentlich in anderen Videos selber. Aber ich müsste jetzt durch, jetzt los. Und zwar 18 Collectible Figurines von Disney. Machen wir das jetzt zusammen auf? Wir machen das jetzt zusammen auf. Bin ja mal gespannt, welche Figur ich da drin habe. Ich sehe noch nichts. Es will nicht rauskommen. Es ist Prinz Erik. Der Prinz von Ariel. Hätte ja nicht besser passen können, oder? Ihr wisst doch, ich stehe total auf Ariel. Und dass ich dann da Prinz Erik bekomme, passender hätte es ja gar nicht sein können. Super coole Idee. Vielen, vielen Dank. Ja, cool. Danke, freut mich sehr. Total süße, kleine, originelle Geschenkidee. Was kommt mir denn da entgegen? Rainbow Dust Pastel Pink. Food Contact Glitter for Removable Cake Decorations. The Sparkle Range. Okay. Das scheint ein Glitzer zu sein. Cool. Sagt mir gar nichts. Ah, ich bin so blöd. Ich bin so blöd. Das ist Deko-Glitter für Backwaren. Ich dachte schon erst, okay, das kann ich mir auf die Nägel aufs Gesicht klatschen. Ja, ich klatsche mir, ist egal welcher Glitter, ich klatsche mir alles an Glitter einfach mal auf die Augen. Nee, davon hat sie mir erzählt. Sie hat das gekauft. Und irgendwie nie verwendet. Und ich habe ja von meinem Freund so eine Einhornform geschenkt bekommen für Kekse. Und da kann ich das ziemlich gut verwenden. Pinkes Glitzer passt doch zu Einhornkeksen, oder? Genau. Deko-Glitter ist ungiftig und nicht gesundheitsschädlich, jedoch nicht zum Verzehr bestimmt. Okay. Daher wird empfohlen, Deko-Glitter sparsam auf Backwaren aufzutragen und vor dem Verzehr zu entfernen. Na, das ist ja blöd. Naja, mein Gott. Dann habe ich halt ein glitzerndes Häufchen. Später, wenn ich fertig bin. Ihr wisst schon. Ja, ist doch blöd, hallo? Wenn ich da die Kekse mit dem Glitter bestreue, mache ich ja nicht vorm Essen den Glitter wieder ab. Ah, und ich glaube, das ist für meinen Freund. Und zwar von Samurai das Schauergel von Rituals. Da wird er sich sehr drüber freuen. Das ist nämlich sein liebster Reinigungsschaum. Sein liebster Duschschaum. Hast du sehr gut aufgepasst, Mausi. Da wird er sich sehr drüber freuen. Das wird aber noch versteckt. Das darf er erst... darf er es erst an Weihnachten bekommen? Nee, ist blöd, oder? Ich darf ja jetzt auch meine Sachen schon auspacken. Nein, er darf das nachher bekommen. Und dann habe ich eine Maske bekommen. Eine Schlaf-dich-schön-Maske. Hyaluronsäure und Feigenextrakt. So sieht die aus. Von Merz Spezial. Habe ich das schon gesagt? Ich habe keine Ahnung. Finde ich cool. Ich habe die nämlich gesehen bei irgendjemandem und die hat mich sehr interessiert. Wie muss man die denn jetzt hier anwenden? Okay. Also man muss sie trotzdem
abnehmen. Man kann sie aber eben auch dünner auftragen und einmassieren und dann über Nacht einwirken lassen. Also entweder man nimmt die volle Dröhnung und nimmt sie dann nachher mit einem Kosmetiktuch ab. Oder man nimmt ein bisschen weniger, dann reicht wahrscheinlich ein Sachet für zwei Anwendungen. Und lässt das dann über Nacht einwirken. Das finde ich echt spannend. Habe ich noch nie was von wirklich gehört oder noch nie gehabt, so eine Übernachtmaske, sag ich jetzt mal. Vielen Dank, sehr, sehr cool. Freue ich mich drauf. Und dann habe ich hier noch dieses Paketchen hier. Und ich glaube, ich weiß, was es ist. Wahnsinn. Ich bin sprachlos. Ich glaube, es ist eine Palette, die auf meiner Wunschliste stand, die sie mir besorgt hat. Und darüber freue ich mich sehr. Sie hat das sehr gut hier eingepackt, nochmal in Luftpolsterfolie. Und dann machen wir das jetzt hier mal auf. Dauert einen Augenblick, ihr habt Zeit, oder? Bestimmt. Ihr seid ja von mir gewohnt, dass das hier nicht alles so kurz und reibungslos funktioniert. So. Ja, was ist die? Um Gottes Willen, ich raste aus. Es ist die Zu Eva und Taupe Palette. Oh, toll. Vielen Dank, Mausi. Und so eine Palette habe ich eigentlich in der Richtung noch gar nicht. Und dann durfte ich sie auch vor kurzem beim Insta-Rudel-Mädels-Treffen bei der lieben Michaela ausprobieren. Danke nochmal dafür. Und ja, dann war es um mich geschehen. Gleicher Schuber wie der Palettendeckel. Oh, sie ist so schön. Ich zeige euch mal die Farben, obwohl ihr sie bestimmt schon kennt. Das ist hier die Palette. Oh, danke. Vielen, vielen Dank, Mausi. Ich freue mich da so, so sehr drüber. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ganz, ganz toll. Vielen Dank. Oh. Jetzt kullern hier schon die Tränen. Ich hab Hochwasser. Danke. Danke, danke. Ich habe ja letztes Jahr von ihr auch eine Palette bekommen von W7. Und immer wenn ich mich mit der schminke, muss ich an sie denken. Das ist einfach toll, dass solche Kleinigkeiten, also nein, eigentlich ist es eine Großigkeit, dass solche Dinge ja mit Erinnerungen einen an ganz tolle Menschen erinnern und die auf eine gewisse Art und Weise so dann doch bei einem sind. Das finde ich echt schön. Ich nehme mal noch diesen Ton hier. Einen matten und das sind dann, glaube ich, drei schimmrige. Ihr seht, die Pigmentierung ist ganz, ganz toll. Es sind natürlich auch eher zurückhaltendere Farben. Der Matte braucht noch mal eine zweite Schicht. Aber ich benutze generell einfach lieber Paletten und ich kombiniere die auch sehr gerne. Gut, das Licht ist jetzt nicht mehr das Beste, aber ihr könnt sehen, die Pigmentierung ist toll und die Farben sind sehr, sehr schön. Vielleicht schminke ich euch damit da auch mal was, aber ich kombiniere meine Paletten einfach auch mit anderen Paletten oder mit Einzellidschatten und so weiter und so fort. Und da kommt dann immer wieder was Tolles Neues raus. Das ist einfach schön. Ach Mensch, ihr seid doch verrückt. Wahnsinn. Ich freue mich wirklich. Also auch wenn man das mir vielleicht nicht ansieht, ich bin eher jetzt gerade so ein bisschen ruhig, weil ich ja doch etwas geplättet bin und überwältigt und dann schafft man es auch tatsächlich, mich mal so ein bisschen zum Klapperhalten zu bekommen. Ja, also ganz tolle Sachen. Hier die Maske und
der Deko-Glitter und der Nagellack und die Süßigkeiten und der Schmuck. Um Gottes Willen, ich freue mich so. Dankeschön, Mausi. Ganz, ganz tolle Sachen hast du mir da geschenkt. Und wie ihr seht, es sind halt alles wieder so Sachen, sie hat einfach sich Gedanken gemacht. Sie hat mitgedacht, auch die Leonora, ja. Ich habe hier diese Süßigkeiten von ihr bekommen, die sie gesehen hat. Und dieser Glitter hier, ja, den ich fürs Backen verwenden kann, weil ich diese Form bekommen habe. Und da merkt man einfach, das sind keine 0815 dahin geklatschten Geschenke. Auch wenn ich mir diese beiden Sachen und auch das Armbändchen gewünscht habe von ihr, aber auch die anderen Sachen, man merkt einfach, das sind Menschen, die machen sich Gedanken, die haben einen gern und die haben einen lieb und die wollen einem einfach eine Freude machen und ja, auch die zwei Karten, ganz, ganz liebe Worte und ich vermisse euch total und ich freue mich einfach, wenn es klappt, dass wir uns nächstes Jahr sehen. Oh Gott, jetzt kommt schon wieder das Wasser. Ich freue mich einfach, wenn wir uns nächstes Jahr sehen. Leider kann ich natürlich dann deine Kinder nicht sehen. Aber ja, hier an dieser Stelle einfach mal einen ganz, ganz lieben Gruß an euch zwei. Und auch wenn wir uns genauso wie Manuela erst einmal gesehen haben. Ihr habt mich eine Woche lang total herzlich aufgenommen. Leon hat mir sein Zimmer überlassen für die Zeit. Und ihr seid zwei ganz, ganz tolle Kinder. Die Mama kann richtig stolz auf euch sein. Und ja, ihr seid auf jeden Fall in meinem Herzen und meine kleine Zweitfamilie auf jeden Fall. Und Ich denke ganz oft an euch und bin auch ganz stolz auf euch und hab euch sehr lieb. Und eben auch dich natürlich, Manuela, aber das muss ich dir gar nicht sagen, das weißt du. Ich habe mich total gefreut über die Sachen. Ich danke euch vielmals und ich hoffe, du freust dich über mein Paketchen ebenfalls. Ich denke mal, das wird sie jetzt auch heute hochladen. Wir haben uns da so ein bisschen abgesprochen. Und ja, ich habe keine Worte mehr. Es tut mir leid. Ja, vielen, vielen Dank. Ich habe mich sehr gefreut. Ja. Und an diejenigen, die dran geblieben sind, obwohl das jetzt vielleicht nicht so ein actiongeladenes Video war, ich danke euch, dass ihr diesen Moment des Auspackens mit mir geteilt habt, diesen Moment der Freude und kann euch einfach nur sagen, ja, dass es sich lohnt, bei ihr vorbeizuschauen. Sie ist ein ganz toller Mensch und ich habe sie sehr, sehr lieb. Ja, danke, dass ihr die Zeit genommen habt, euch um mir zuzuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr konntet euch mit mir mitfreuen und dann hoffe ich, ihr habt einen genauso tollen Tag wie ich jetzt hier. Ich werde mir jetzt einfach nochmal alles gleich angucken in Ruhe und ausprobieren. Und ja, dann würde ich sagen, macht's gut, ihr Lieben. Ich freue mich auf euch in meinem nächsten Video und hoffe, ihr passt bis dahin alle ganz gut auf euch auf. Umgebt euch nur mit Menschen, die euch gut tun, die ehrlich zu euch sind und die euch von Herzen gern haben und alle anderen Menschen, die euch nicht gut tun, aus eurem Leben rauswerfen, die sind es nicht wert. Ja, umgebt euch immer nur mit Leuten, die euch gut tun und bei denen ihr merkt, dass sie ja, euch genauso viel bedeuten, wie sie euch. Das war jetzt das Wort zum Sonntag sozusagen und ja, mit diesen Worten verabschiede ich mich von euch. Macht's gut, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Auch noch ein Küsschen an euch. Tschüss!